Ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Ich grüße euch aus Österreich. Wir sind hier auf der Bischofer Alm. Wir sind hier quasi am Gipfel des Winter Wonderlands. Und hinter mir habe ich den Prototyp des Westfalia James Cook. Das ist ein Kastenwagen auf Mercedes Sprinter Basis, der neue Sprinter natürlich. Und ich werde euch mal das Auto zeigen. Ich habe nämlich schon eine Nacht drin geschlafen. Da bewegt sich was. Ja, gut geschlafen. Boah, ey, das ist ja der Hammer, ey. Mit dem Licht, ey. Macht das Licht aus, ey. Hast du Kaffee? Ja, und jetzt bin ich natürlich nicht der Vanlife-Experte. Ich bin zwar auch Camper, aber ich habe einen Wohnwagen. Ich habe leider keinen Kastenwagen. Aber der Kollege neben mir, der Paul, du bist Mr. Vanlife fast, oder? Kann man fast so sagen, auf jeden Fall. Ein bisschen Erfahrung ist schon rübergekommen die letzten Jahre. Ein bisschen Erfahrung. Jetzt muss ich sagen, ich habe ihn gestern Abend beim Abendessen kennengelernt. Wir haben ein bisschen gequatscht. Wir haben auch über Social Media gequatscht und gar nicht so viel über das Reisen an sich. Seit wie vielen Jahren bist du unterwegs? 3 Jahre jetzt insgesamt und um die 100.000 Kilometer, hauptsächlich in Zentralasien und Europa. Was hast du für Fahrzeuge? Ich habe einen alten Mercedes 407 und einen Mercedes 609. 407, 609 für die Kollegen unter euch, die nicht so bewandert sind. Das sind so mehr so die dynamischen Varianten mit rund 70 PS. 70 bis 90. Genau. Und das wohlgemerkt mit 4 bis 6 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Richtig. Dann weißt du, was abgeht auf der Autobahn oder auch nicht, ne? Also ein Rennen gewinnt man damit auf jeden Fall nicht. Der Basisfahrzeug ist hier Sprinter als V6, 190 PS. 7-Gang-Automatik und höher gelegtes Fahrwerk. Und wir haben die AT-Reifen, da steht auch schon hier, Baja Champion. Also kannst durch die Wüste fahren. Offiziell. Und durch die Berge. Und durch die Berge natürlich auch. Das ist übrigens ein abgefahrener Spot, wo wir hier gerade sind. Das ist Privatgelände, alles safe. Aber ich glaube, normalerweise dürftest du hier nicht campen. Was wir aber hier haben, ist völlig abgefahren. Wir haben nämlich erstmalig bei einem Kastenwagen einen Slide-Out hinten. Und da kannst du dann vor Ort das Ganze noch ein bisschen geräumiger gestalten. Das heißt, du hast nämlich ein Bett hinten drin mit 2,5 Meter Liegefläche. So Leute, hinein in die gute Stube. Es ist angenehm temperiert. Ich habe nämlich die Heizung mal auf 23 Grad gemacht, während es draußen gefühlt minus 20. Fast. Aber ich würde sagen, faktisch minus 5 oder so. Stehhöhe ist jetzt bei mir natürlich so ein Thema. Ich bin aber kein Maßstab mit 1,96. Es gibt noch eine richtige Hochdachvariante. Es gibt sogar ein Ausstelldach. Kleines Refugium für mich ist dann hier unterm Dach. Da passt das dann mit der Stehhöhe. Was auffällt, finde ich, ist der Möbelbau. Das sieht sehr stylisch aus. Das hat nichts mehr von Gelsenkirchener Barock. Auch die Oberflächen, das fühlt sich echt schön an. Ja, ansonsten, du hast ja in einem Kastenwagen jetzt nicht megamäßig viele Möglichkeiten, das zu variieren. Du bist immer hier mit dem Küchenblock eigentlich am Start. Hier haben wir so einen ganz normalen Kühlschrank, der aber recht hoch ist. Schubladen sind natürlich ziemlich groß, hier sind noch keine Schubladenteiler drin. Das ist ja auch ein reines Ausstellungsfahrzeug. Was noch ganz interessant ist, ist die Nasszelle. Klo, Dusche. Ich habe auch hier geduscht heute Morgen, das ging soweit. Und was abgefahren ist, du hast zwei Temperaturzonen. Du kannst nämlich einmal den Wohnbereich und das Badezimmer getrennt beheizen. Kannst du sagen, okay, hier 20 Grad, im Badezimmer 24 Grad zum Duschen. Und was neu ist auf der neuen Sprinter-Basis, ist das MBUX. Und das MBUX wird bei den Camperaufbauten optional mit dem MBAC. Und MBAC steht für Mercedes-Benz Advanced Control. Das heißt, diese ganzen Systeme, die in so einem Camper drin sind, wie Heizung, Wasser, Füllstände, Elektrik, kannst du alles hier über das Panel regeln. Und das ist im Prinzip das gleiche Display, was auch vorne im MBUX ist. Das heißt, du kannst alle Funktionen auch von vorne steuern. Jetzt sind wir zum Beispiel in der Lichtsteuerung. Jetzt kann ich hier Lighting Schemes, also Lichtszenarien, also könnte ich zum Beispiel sagen, okay, machen wir hier so ein bisschen Wohnlicht, dann wird das Licht ein bisschen wärmer von der Farbtemperatur. Oder ich möchte hier Dynamic, dann ist das Licht eher kaltweiß, wahrscheinlich so, weiß nicht, 5.000, 6.000 Kelvin Farbtemperatur. Dann haben wir hier Living Room, kann ich jetzt Kühlschrankstatus, Soundsystem, Overview, jetzt sehe ich hier die Füllstände, Freshwater 75. Ich habe heute Morgen ausgiebig geduscht. Wir hatten irgendwie, weiß nicht, 95%, jetzt haben wir 75. Greywater ist jetzt auf 25. Hinten ist das Bett und das Bett ist
natürlich ein Doppelbett, Längsbett und es ist sehr lang für einen Kastenwagen. 2,5 Meter Liegefläche und das liegt eben an dem Slide-Out. Und das finde ich richtig genial, denn für mich wäre ja ein Kastenwagen bei meiner Größe absolut mit Querbett absolut unzureichend. Oder du hast diese Ohren hinten in dem Aufbau, diese Verbreiterung, brauchst du hier nicht. Hier hast du wirklich Platz. Und wir haben sogar noch eine Klimaanlage. Also hier hast du wirklich volle Hütte und ich kann euch leider nicht mal sagen, was wir jetzt preislich liegen. Aber das Basisfahrzeug fängt so ab 80.000 an. Dann haben wir hier aber großen Motor. Wir haben eigentlich wirklich volle Ausstattung. Dann das Offroad-Fahrwerk, Slide-Out. Ich denke mal, wir knacken hier garantiert die 100.000 Euro. Paul, erzähl mal, wie bist du auf das Thema gekommen, Vanlife? So, das heißt, du hast keinen festen Wohnsitz mehr, du fährst mit dem Auto durch die Welt. Ich bin so in das Thema eher reingerutscht. Ich habe bei Instagram Fotos gesehen, irgendwo aus den USA, wie Leute in ihren Campern wohnen und dachte, irgendwie wäre das auch was für mich. Und dann bin ich da nach und nach einfach immer mehr dazu gekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, keine Wohnung mehr, Job aufgeben und losreisen. Jared, I'm here to tell you that I'm quitting. Ich stelle mir das so vor, du hast ja normalerweise im Alltag ziemlich viele Verpflichtungen, viele Sachen um dich herum, materielle Sachen. Richtig, auch ich hatte vorher, bevor ich losgefahren bin, tatsächlich 4 Autos, eine große Wohnung, einen guten Job, aber es war einfach nichts, was mich so auf Dauer glücklich gemacht hat. Am Ende hat mich dann glücklich gemacht, in einen kleinen Camper zu ziehen, der 6 Quadratmeter hat und damit durch die Welt zu reisen. Wohin ging deine erste Reise? Nach Nagorno-Karabach. Das ist ein Teil von Aserbaidschan. Und da bin ich mit 2 Freunden hingefahren, 4 Monate. Was habt ihr so in der Zeit gemacht? Also ist dann mehr Reisen ein Thema, dass du von Etappe zu Etappe fährst? Oder sagst du auch spontan mal, hier bleibe ich mal eine Woche? Vanlife hat unglaublich viel damit zu tun, so flexibel wie möglich zu reisen. Und dementsprechend ist es auch super wichtig, sich okay einen Plan zu machen, wo soll es hingehen, aber den Plan auf jeden Fall auch einfach immer wieder über Bord zu werfen. Welche Kompromisse gehst du ehrlich gesagt ein? Oh, das ist schwierig zu sagen, weil natürlich hast du in einem Camper, wie ich jetzt gereist bin, einfach normalerweise nicht so eine große Dusche. Du musst schon immer gucken, wo gehst du duschen, wo wäschst du deine Sachen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Unter der Betrachtung, dass du so viel reist und so viel siehst, kannst du auf andere Dinge auch wieder verzichten. Also Vanlife ist auf jeden Fall ein einfacheres Leben als in einer Wohnung, wo das Wasser aus dem Hahn kommt und der Strom aus der Steckdose. Aber auf der anderen Seite siehst du halt so unglaublich viele tolle Sachen, dass man auf so eine Dinge auch mal wieder verzichten kann. Wie finanzierst du das Ganze? Eine meiner wichtigsten Aufgaben die letzten Jahre war auch quasi ein Geschäft unterwegs zu haben, also ein Rolling Business. Das heißt, ich schreibe auch darüber, wie man reist. Ich habe diverse Bücher geschrieben, mache auch YouTube-Videos etc. Also darüber verdiene ich persönlich mein Geld. Reist du in der Regel alleine oder in Begleitung oder mit anderen Van-Livern? Ja, sagt man so, genau. Van-Liver? Das ist unterschiedlich. Also das letzte halbe Jahr sind wir mit mehreren Fahrzeugen gereist, weil es einfach auch mal schön ist, abends am Feuer zu sitzen und mit deinen Freunden zusammen einfach eine schöne große Tour zu machen. Dann gab es aber auch wieder Monate, da bin ich ganz alleine rumgefahren und normalerweise reise ich mit meiner Freundin zusammen. Also ich bin viel in den USA gereist, früher auch beruflich, und da war ich in der Regel immer alleine und war an krassen Plätzen. Aber ich fand das irgendwann auch bedrückend, weil du kannst dein Glück nicht teilen. Du bist dann an so einem Ort, der dich berührt, aber du kannst diese Emotionen kannst du gar nicht spiegeln irgendwo. Richtig. Kennst du das? Ja, voll. Also ich hatte auch so Situationen. Dann stehst du wie hier auf so einem Berg und da ist der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und du sitzt da und denkst dir so, okay, wäre schon nett, das mal mit jemandem zu teilen. Und dementsprechend ist zu zweit reisen eigentlich immer schöner, als alleine zu reisen. Auf Dauer zumindest. Also bei mir muss man das aus der Perspektive betrachten, dass ich einfach schon seit Jahren reise. Sind dir krasse Sachen passiert, wo du sagtest, oh, das war jetzt eine Situation, wo sich der Bauch komisch anfühlte? Oder hast du bisher keinen Stress gehabt? Da muss ich echt nachdenken, auf jeden Fall. Also ich persönlich habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und ich muss auch sagen, ich war echt in Regionen, da fährt man vielleicht auch nicht unbedingt so als normaler Reisender auch hin. Iran, was ich erzählte, Nagorno-Karabach, Ukraine hinten fast beim Donbass. Ich habe mich nicht ein einziges Mal unsicher gefühlt. Und die Leute sind extremst nett. Wie kommst du da sprachlich so klar? Die meisten sprechen Englisch oder Russisch.
Und gerade in den Regionen Zentralasiens, wo ich gerade unterwegs war, kommst du mit Russisch ziemlich weit. Und die einfachen Dinge habe ich mir mittlerweile einfach beigebracht. Schrift habe ich mir beigebracht und was Ersatzteile betrifft, weiß ich auch schon, was die meisten Dinge heißen und einfach Kommunikation und damit kommt man schon relativ weit. Ja Leute, in diesem Sinne, ne, habt ihr gesehen, campen geht auch ein bisschen einfacher als hier in dem James Cook, aber ich finde beides irgendwie geil. Ihr könnt ja mal unter das Video schreiben, wie ihr so drauf seid, ne? Ob ihr überhaupt Camper seid, was ihr von Vanlife haltet und ob ihr vielleicht jetzt so ein bisschen angefixt seid. Ne? In diesem Sinne, ne? Tschüss und bis dann.